Wie in vielen klassischen und vor allem nachklassischen Artus-Romanen pflegt im mittelenglischen Epos Sir Gawain and the Green Knight Arthur die Angewohnheit, aus Gründen der Höfischheit an einem Festtag nicht zu essen, bevor ihm ein Avensuro Singh oder eine Mail Mavele Thathemystrave, ein wunderliches Ereignis, an das er glauben konnte, erzählt würde. Während der Erzähler im mittelhochdeutschen Roman Wiegaleus Wirns von Grafenberg immerhin auf die Augenzeugenschaft der zu erzählenden Ereignisse bereit war zu verzichten, lässt der Zusatz Thathemystrave den Wahrheitsanspruch der Aventüre-Erzählung um den existenziellen Zweck vitaler Bedürfnisbefriedigung für die Mitglieder der Artus-Gesellschaft zu erfüllen, schon unbedeutend werden. Die Aventüre-Erzählung am Artushof rückt damit selbst in den Bereich der Fiktion, wodurch ihr Status von dem des Aventüre-Romans, der von ihr erzählt, nicht mehr zu unterscheiden ist. Die Spannung zwischen damals Taten und heute Erzählen, die zum Beispiel Hartmanns von Aue im Prolog des Iwein erst vorsichtig auslotet und welche den fiktionalen Charakter des Erzählten absichtsvoll verschleiert, ist im Sir Gawain aufgehoben. Beides fügt sich zueinander und kann ohne Wertverlust miteinander substituiert werden. Die Geschichte muss überzeugend, aber nicht wahr sein. Die Geltung der Aventüre ist nicht mehr an die Wahrhaftigkeit ihres Inhalts gebunden und das gilt sowohl für die erzählte als auch für die leibhaftige Version, sondern daran, ob sie in den Augen und Ohren des Königs glaubhaft und vortrefflich unterhaltend aufgeführt wird oder nicht. Dass nun solche Maine Marvale an den Hof kommen, geschieht derart verlässlich, dass weder Arthur noch der Hof in angespannter Ungewissheit verharren. Im Gegenteil, Arthur ist ausdrücklich besonders vergnügt und vertreibt sich die Zeit mit Plaudern, während aber schon die Speisen in Hülle und Fülle aufgetragen werden, was, schon hier wirkt der Lärm seltsam übertrieben, mit wildem und ohrenbetäubendem Trompeten, Pauken und Flötenklang einhergeht, dass manches Herz dabei höher schlug. In dem Moment, als der erste Gang aufgetragen wird, kündet ein anderer Lärm aus dem Hintergrund von der Ankunft, dass der mächtige Krach dem König die Erlaubnis geben sollte, zu den Speisen zu greifen. Die Aventüre ist im Anmarsch. Was etwa in den nachklassischen Artus-Romanen der Mantel schon zu einem indexikalischen Aventürezeichen als Essensaufforderung zusammengedrängt ist, wird hier schon beinahe metonymisch. Die wilde Begleitmusik bei der Verköstigung geht über in den wilden Lärm der herannahenden Aventüre, so als würde das eine Klangphänomen das andere hervorbringen und umgekehrt. Beides, Aventüre und Essen, wird hörbar als ein gemeinsames Geräusch. Überhaupt fällt auf, dass dieser Artushof sich in besonders ausgeprägtem Maße hörbar den festlichen Vergnügungen widmet. Das war ein Freudenlärm, herrlich anzuhören, tagsüber von den Festlichkeiten, nachts von der Tanzmusik. Weihnachtsgrüße werden laut hin und her geschrien, die Neujahrsgeschenke werden unter lautem Rufen dargeboten, die Frauen lachen laut, auch wenn sie verloren hatten und wer gewann, war keineswegs böse darüber. Das Verteilen und Empfangen von Geschenken nimmt Züge eines Spiels an, in dem es mit einer gewissen kompetitiven Haltung vonstatten zu gehen scheint. Es geschieht offenbar im Modus eines agonalen Spiels, das in den Kategorien von Verlust und Gewinn strukturiert ist, was der allgemeinen Freude aber in keiner Weise abträglich zu sein scheint, sondern sie im Gegenteil noch steigert. Die überbordende Spielfreude, Kailuas Paida-Stimmung par excellence, drückt sich als eine spezifisch exzessive Hörkulisse aus, in die der Aventüre Klang einstimmt. Über solche Klangallusionen wird das Ereignis von vornherein in den Kontext von Fest und Spiel, Freude und Geselligkeit gestellt, indem die fast schon rauschhafte Glückseligkeit des Hofes und die Entfernung zu ihrer ernsthaften Bedrohung nicht maximaler sein könnten. Es übererfüllt sich in nahezu grotesker Weise, was Walter Haug über die Joie im Artus-Roman Chrétiens de Troyes gesagt hat. Ihr spezifischer Ausdruck ist die harmonische Entfaltung aller Kräfte im Freiraum des Spiels, ja geradezu in der Fülle des Spielerischen, im Erzählten, Musizieren, Tanzen, im Gespräch, im Lieben, im Turnier. Jedoch ist der harmonische Zustand
in der idealen Utopie des Artusfestes hin zur übertrieben exzessiven Freude aus der Balance zur Faktizität geraten, die raumzeitliche Situiertheit in einer historisch-zyklischen Struktur, in der sich die Tradition des Artushofes, seines Königs und seiner Ritter begründet, wird auf einen embryonalen Neuanfang zurückgeworfen. Die herausgehobene Stellung des Festes innerhalb der Wirklichkeit wird derart radikalisiert, dass es zur Monade wird. Der Moment superlativer Freude konvergiert mit dem Beginn des neuen Jahres, an dem noch nichts Neues geschehen war. Als das neue Jahr gerade erst angebrochen und noch ganz ungetrübt war, das selbst noch rein den reinen Zustand des Hofes in seinem immerwährenden Anfang markiert. Nicht nur der Hof als Ganzes wird in einer regelrecht einfältig kindlichen Spielfreude gezeigt, sondern auch King Arthur erscheint in gewisser Kindlichkeit, die ihn das Leben von der fröhlichen Seite, his life licket him list, nehmen lässt. Der Hof befindet sich also zur Primetime im rauschhaft fröhlicher und von agonalen Spielen beherrschter Stimmung, die zu Recht an Kailuas Ausdrucksweisen maximaler Paida, Lärm, Bewegung, unbändiges Gelächter erinnert, denn mit der Kostüm, der Sitte, nicht zu essen, bevor eine Aventüre an den Hof gekommen ist, ist außerdem Erwartung verbunden, dass, wenn keine Maine Marvele, dann, bevor ihn jemand um einen zuverlässigen Ritter bete, der mit ihm jostieren und mit vollem Risiko sein Leben einsetzen würde, wobei jeder es Fortuna überlassen sollte, wen sie begünstigen wolle. In der Inszenierung des höfischen Festes als ausdrückliches Spielmilieu erscheint der Aventüre-Zweikampf zugleich gleichwertiges Substitut für die Aventüre-Erzählung seinerseits als ein definiertes, agonales Spiel unter der vorausgesetzten Bedingung natürlicher Gleichheit und unter der Prämisse vollkommener Verausgabung, so dass Fortune entscheide, wer den Sieg davontragen solle. Verausgabung lässt sich hier im Sinne Georges Bataille's, den wir in einer früheren Folge dieser Screencast-Reihe schon angesprochen haben, so verstehen, dass der Zweikampf unter ausdrücklichem Einsatz des eigenen Lebens geführt wird, aber dadurch, dass in ihm nicht die Rivalität erworbener Eigenschaften, also Argon, die dem Artusritter per Definition in den Sieg verschaffen würde und immerhin noch der Sicherung seines eigenen Status und der Bestätigung der integren Unangreifbarkeit der Artusgemeinschaft dienlich wäre, sondern Alia in Form von Fortuna betont wird, der Spielcharakter im Besonderen hervortritt. Während ja der Argon unter der Prämisse nur künstlicher Gleichheit der Chancen ausagiert wird, damit sich die Wettkämpfer unter idealen Bedingungen miteinander messen können, unter Bedingungen nämlich, die es ermöglichen, dem Triumph des Siegers einen ganz präzisen und unbeschreibbaren Wert zu verleihen, besagt im Falle von Alia der Sieg lediglich, dass der Sieger zum Schicksal stärker begünstigt wurde als der Besiegte. Damit ist die Aventüre jedoch entkoppelt von ihrer für das einzelne Mitglied wertsteigernden und für den Artushof stabilisierenden Funktion, der das Überleben der Gemeinschaft und die unangefochtene Vormachtstellung arthurischer Herrschaft auf Dauer stellt. Der riskierte Tod des Artusritters existiert in ihm nicht als Bedrohung. Der Tod an sich ist nicht ernst, wie Bataille es ausdrückt, sondern ist als Spielregel akzeptiert, die über das Spiel hinaus keine für die Gemeinschaft prekären Konsequenzen zeitigt. An dieser Stelle geht Bataille weiter, indem er zum Beweis die fundamentale Unproduktivität des Todes anführt, dem die Arbeit als Ausdruck der Todesangst und Vermeidung kategorial gegenübersteht. Der Tod, wenn er die Wirkung von Kämpfen hat, verwandelt nichts. Er kann der Natur nicht einen neuen Lauf geben, ihre Realität nicht verändern. Oder wenn der Kampf auf diese Weise wirkt, dann insoweit, als der Sieger den Besiegten zwingt zu arbeiten. Es ist ihm, dem Menschen, unaufhörlich auferlegt, zwischen zwei Einstellungen zu wählen. Er kann entweder spielen, indem er den Tod herausfordert, oder finden, dass der Tod und die Welt eine ernste Sache sind, was die Unterwürfigkeit der Arbeit kundtut. Die Prekarität des Spielens, das die vermeintlich folgenlose Spielhandlung immer wieder in tödlichen Ernst umzuschlagen droht, wird fiktionsintern überhaupt nicht reflektiert. Die dramatische Übertreibung von Freude bewirkt am Hof ihre vollkommene Invisibilisierung. Dem Publikum wird sie daher natürlich auch umso offensichtlicher. In der Verachtung der Todesgefahr erfüllt sich die totale Verausgabung.
Deshalb würde jede Klage um einen toten Ritter sozusagen vom Klang der unnatürlich überdrehten Partystimmung übertönt. Dieser Artushof ist taub für die letale Ernsthaftigkeit der Aventüre, so wie der Herula-König, Rodulf, sich in seinem virtuellen Panic Room des Brettspiels blind stellt gegenüber der Wirklichkeit der Schlacht und seine Ritter nackt den real verwundenden Schlägen der Langobarden ausliefert. Die Aventüre existiert am Arthur-Hof nur noch als Agonadespiel neben anderen, wie das Geschenke verteilen, auf die freudespendende Unterhaltung reduziert ist. Trotz des Todesrisikos existiert sie in der kindlichen Vorstellungswelt dieses von der festlichen Hochstimmung berauschten Hofes als harmloses und freudespendendes Spiel, das tatsächlich zur Primetime wiederholt werden kann, ohne dass etwa befürchtet werden müsse, dass Freude in Trauer um tote Ritter, eigene oder fremde, umschlage. Die Grenze der Anziehungskraft des Spiels ist die Angst. Das Verlangen, etwas zu erhalten, geschützt zu halten, wendet sich in uns gegen das, es zu vergeuden. Diese Angst übertönt der Artushof im Sir Gawain and the Green Knight durch schier rauschhaftes Gelächter. In die freudige Erwartung der Aventüre stürzt lärmend ein grüner Ritter auf einem ebenfalls grünen Pferd. Er habe gehört, der Artushof sei voller Ritter, die Lust zum Spielen hätten. Daher schlage er ihnen ein Christmas Gaumen, ein Weihnachtsspiel, vor. Er würde seine Axt zur Verfügung stellen für denjenigen, der sich traue, ihm einen Schlag zu versetzen, unter der Bedingung, dass er sich nach Ablauf eines Jahres dafür revanchieren dürfe. Die Reaktion ist, gemessen am Artus-Stoff, ungewöhnlich. Es geschieht nämlich nichts. Alle schweigen und rühren sich gar nicht. Sie beobachten den Fremden, mustern ihn und wundern sich über den Grünen, der mit keinem der wunderbaren Dinge, welche die Ritter viele schon gesehen haben, vergleichbar ist. Die Situation ist undurchsichtig. Es ist vollkommen unklar, ob es sich tatsächlich um den Erwartungen gemäß ein harmloses Spiel handelt und das Wunder den Charakter einer glaubhaften Maine Marvele trägt oder doch um eine echte, den unschuldigen Festfrieden des Hofes bedrohende Provokation handelt. Unter dieser Unsicherheit mischt sich ein dem Artushof fremdes Gefühl der Angst. Nicht aber vor der drohenden Gewaltentfesselung, sondern dass die Erscheinung, das Maß von Wunderlichkeit, das sonst nämlich nur der Artushof selbst auszuschöpfen gewohnt ist, übertreffen und eine Sinnestäuschung oder Magie sein könne, welche nicht mehr als freudespendende Maine Marvele in den Hof integriert werden kann, da man ihr nicht misstraue. Der Erzähler versucht eine eigene Deutung, indem er vermutet, dass nicht alle von der Furcht paralysiert gewesen seien, sondern manche aus Courtoise damit Arthur zu Wort kommen könne, der schließlich für die Bewertung von Wundern let him strave oder nicht zuständig ist. Vor dem Hintergrund zweier Interpretationsmöglichkeiten erscheint der grüne Ritter als Hybrid, das Zeichen von Spiel und Nichtspiel an sich trägt und auf zwei unterschiedliche Status von Gewaltbereitschaft verweist. Er wirkt zwar mit einer Streitaxt bewaffnet überaus furchterregend, als könne kein Sterblicher seine Schläge überleben und ist zudem größer als alle anderen Anwesenden, allerdings tritt er ohne Rüstung, dafür mit einem Stechpalmenzweig als Friedenszeichen auf. Die grüne Farbe gibt ihm eine fröhliche Anmutung. Arthur ist der Einzige, der sich von der merkwürdigen Erscheinung des fremden Ritters wohl nicht einschüchtern lässt und nimmt sich des Abenteuers an, wie es heißt. Der König glaubt, die erwartete Aventüre, die gewohntermaßen zur Primetime in den Lärm des gemeinsamen Mahls einstimmt, vor sich zu haben. Er begegnet dem Grünen daher mit integrativen Gesten. Er begrüßt ihn freundlich, heißt ihn willkommen und bittet ihn zu bleiben. Neugierig fragt er ihn nach seinem Wille. Der Ritter beteuert seine friedlichen Absichten, verweist auf den Stechpalmenzweig, seine fehlende Rüstung und Waffen sowie ironisch auf die Kindlichkeit der Artusritter. Er habe von der Spiellust des Hofes gehört und sei nun gekommen, ein Gaumen zu spielen. So natürlich wie die Aventüren an den Hof kommen, wissen die Aventüren von den Erwartungen des Hofes und was es mit dem erwünschten Gaumen auf sich hat. Was für Arthur gilt, gilt auch umgekehrt. Nicht nur der Artushof hat sich durch die Tradition das geradezu natürliche Recht auf Aventüre erworben, sondern auch die Aventüren haben ein Recht auf ihre leibliche und oder buchstäbliche Emergenz am Artushof.
Außerdem sei Weihnachts- und Neujahrszeit, in der Christmas Gaumen üblich sein. Das Wortspiel zwischen Gaume, männliche Person, und Gaume, Spiel, erzielt eine Metonymie zwischen dem grünen Ritter, der wiederholt als Gaume bezeichnet wird, und dem Aventurespiel, welches er verkörpert. He embodies the monstrosity of the militarized society that produced him. Trotzdem ist diese Aventüre nicht das, was üblicherweise an den Hof kommt. Ob der Grüne die Spielregeln einzuhalten gewillt ist, ist fraglich, denn sein Angebot unterläuft das Gebot der Gleichheit und des vollen Risikos beider Kontrahenten sowie der Fortuna-Entscheidung kategorial dadurch, dass der Herausforderer ganz ohne Kampf einen Schlag empfangen und auf eine unmittelbare Entgegnung verzichten will, den Anspruch auf seine Waffe schon vor dem ersten Schlag abtritt und die Revanche auf ein Jahr zu vertagen bereit ist. Diese neuen, unbekannten Spielregeln verstärken entsprechend die Paralyse des Hofes, so dass die Ritter noch stiller wären. Mit der Unsinnigkeit der Spielregeln kompromittiert der grüne Ritter die kindliche Spielfreude des Hofes und entlarvt die groteske Perversion der Aventüre zum Spiel, an die sich die Artusritter gewöhnt haben und für das sie schon lange nicht mehr den Hof verlassen müssen. The absurdity and the apparent inappropriateness of such a proposal in the midst of the prevailing jollity come again as a shock, because it is clear that what the Green Knight is demanding has nothing to do with the harmless and childish Christmas games indulged in by the Moni Lüfflich Lorde at Camelot. The terrifying intruder in green really means what he says, and the show that he later makes with his severed head is not a kind of amusement park trick, but is real. The Green Knight's Christmas Gaumen is serious and inescapable and will not be easily dismissed or avoided as children would often do with unpleasant things that interfere with their play. The childishness, immaturity, and recklessness of Camelot in its first age and precisely the Green Knight's target as he opened offends the birthless childer sitting on the benches and questions Camelot's widespread good chivalric reputation. Der Ritter geht daraufhin in Schmähungen über, woraufhin Arthur erst schamesrot und dann zornig wird. Schließlich löst der König die Unentschlossenheit des Hofes, indem er entscheidet, dass das Trachten des Ritters als Folly, unsinnige Narrheit, aufzufassen sei und erhebt selbst die Axt zum Schlag. Dann jedoch interveniert auf lächerlich umständliche Weise, um Erlaubnis bittend, Gawain, sich dem Gaume zu stellen. Denn auch wenn er Arthur selbstverständlich für talentiert genug halte, sitzen doch so viele kühne Ritter erwartungsvoll auf den Bänken, die es ja auch sonst gewohnt waren, das Spiel zu spielen. Bevor Gawain den Schlag ausführt, verhandeln die beiden Kontrahenten über die Regeln der Aventüre, denn dass dies kein Spiel ist, beziehungsweise nur seiner Form nach, also ein Scheinspiel, wird deutlich, indem die Aventüre-Fortsetzung nicht am Artushof stattfinden soll, sondern außerhalb, im Exil, dort, wo jede echte Aventüre ja auch hingehört. Gawain, sichtlich überfordert von dem Gedanken, die Aventüre selbst suchen zu müssen, verspricht all seinen Verstand aufzubringen, um den Grünen zu finden. Wie erwartet, schlägt Gawain dem Ritter den Kopf ab, dass das Blut nur so spritzt und der Kopf von den Füßen der Ritter wie beim Ballspiel getreten im Speisesaal herumrollt. Der grüne Ritter stürzt jedoch nicht tot zu Boden, sondern nimmt seinen Kopf und sprengt davon, nicht ohne Gawain zuvor an den Vertrag zu erinnern, dessen Nichteinhaltung ihn der Feigheit bezichtigen würde. Was nun? Der König und Gawain, sie lachen und scherzen über den grünen Mann, aber man sprach sich dennoch allgemein dafür aus, dass es sich um ein Wunder handle. Wie von Arthur erwünscht und gewohnt, hatte sich also eine Marvel eingestellt. Sichtbar, ungerührt, von der grotesken, ja schockierend brutalen Szene, fordert Arthur die Damen auf, nicht bestürzt zu sein. Es handele sich lediglich um eine Aufführung von Interludes, also eines dramatischen Unterhaltungsstücks zwischen den Gängen, die während der Weihnachtszeit schließlich genauso üblich und angemessen seien, wie das gelacht und Caroles gesungen würden. So, als sei das Blut nicht echt gewesen, der herumrollende Kopf nur ein Bühnenrequisit, sei alles nicht ernst gemeint, sondern Anlass zur Freude. Er jedenfalls habe seinen Spaß gehabt, er wolle nun essen. Bataille hätte an dieser Schilderung seine wahre Freude haben müssen, erweist sich doch in ihr die wahre Stimmung des Spiels.
Ein wahres Spiel fordert nämlich eine so große Entfesselung von Gewalt, dass der Gesichtspunkt des betörenden Spiels in ihm nicht mehr unmittelbar wahrnehmbar ist. Ganz im Gegenteil, es erschreckt und reißt nur zum Entsetzen hin. Von wahrem Spiel sei daher nur dann zu sprechen, wenn Angst und Entsetzen verachtet und maximal verausgabt würden. In diesem Sinne ist der gelöst lachende Arthur angesichts der grotesken Bluttat an der Festtafel ein wahrer Spieler im batellischen Sinne. Es kann also nicht übersehen werden, dass die initiale Herausforderung im Sir Gawain and the Green Knight nach anfänglichen Deutungsschwierigkeiten, die sich in der Handlungsblockade des Ritters ausdrückt, durch die Interpretation des Königs als ein Spiel aufgefasst und entsprechend danach gehandelt wird. Die Axt des Ritters wird für alle sichtbar vor einem Wandteppich über den Tischen aufgehängt, wo sie als ein tröver Titel für alle Zeiten beim Essen vor dem Wunder erzählen soll. Das Requisit des leibhaftigen Aventürespiels wird nun als literarisches Motiv der wunderlichen Aventüren, die man von den Artus-Rittern erzählt, in den Hof integriert und kann zukünftig immer wieder sowohl als Essens- wie als Aventüraufforderung verstanden werden. Sogleich werden deshalb auch die Gerichte in doppelten Portionen aufgetragen und beim Gesang der Spielleute verbrachten sie fröhlich den Tag bis zum Abend. Der literarische Charakter von Aventüre, so kritisiert ironisch der Erzähler, hatte sich am Artushof bereits so fundamental durchgesetzt, dass sie etwa wie im Vigalois oder in Heinrichs von dem Thüring Krone Erzählen und Handeln nicht einfach identisch werden, sondern Aventüre ausschließlich als literarisches Handeln aufgefasst werden kann. Arthurs Wahrnehmung und mit ihm die seiner Ritter ist von den Geschichten von Fürsten, Waffengängen oder anderen Abenteuern oder dass jemand um einen zuverlässigen Ritter bete, der mit ihm justieren würde, gegenüber tatsächlich letalen Herausforderungen blind. Die Provokation durch den grünen Ritter ist im kommunikativen Gedächtnis des Artushofes geknüpft an die Axt als Eiszeit sichtbares Bühnenrequisit bereits als literarisches Muster abgelegt, das zum Erzählen abgerufen werden kann. Das Aventüren eitel missinterpretiert als harmlose Spiele und Erzählungen an diesem pervertierten Artushof in ernsthaftes Tödliches umschlagen müssen, dürfte den Rezipientinnen des Sir Gawain and the Green Knight längst klar geworden sein, während die Ritter noch fröhlich trinken. Dieses Abenteuer hat Artus, der ja darauf erpicht war, von kühnen Taten zu hören, als Neujahrsgeschenk erhalten. Zwar hatte es ihnen, als sie zu Tische gingen, noch an Redestoff gefehlt, nun aber haben sie mit einer ernsten Angelegenheit alle Hände voll zu tun. Gawain war froh, jenes Spiel in der Halle eingeleitet zu haben, aber wundert euch nicht, wenn es ein schlechtes Ende nimmt.